Und? Wie sehe ich aus? Wie der perfekte römische Legionär, würde ich sagen. Lucassus Stegus Maximus. Und ich schätze, ihr wisst schon ganz genau, was das Thema unserer heutigen Sendung ist. Genau. Wir folgen den Spuren der Römer durch Deutschland. Und ihr? Ihr seid dabei. Meine Reise in die Vergangenheit beginnt in Köln am Rhein, dem früheren Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Monumentale Steinbauten, dicht gedrängte Häuser und gepflasterte Straßen prägten einst das Stadtbild. Heute ist der Kölner Dom das alles überragende Wahrzeichen der Metropole. Reste aus der römischen Zeit sind aber vielerorts erhalten geblieben. Wie hier, dieser Teil des Stadttores gleich neben dem Dom. Über 4 Jahrhunderte spielte Köln eine wichtige Rolle an der Grenze des Römischen Reiches zu Germanien, auf der anderen Seite des Rheins. Hier liefen die großen Staatsstraßen von Süden, Westen und Norden zusammen, auf denen Menschen, Nachrichten und Handelsgüter aus aller Welt die Hauptstadt der Provinz Niedergermanien erreichten. Noch heute verlaufen Straßen dort, wo sie einst im römischen Köln angelegt waren. Vor rund 2000 Jahren war das hier eine der Hauptachsen des römischen Kölns. Und heute ist es eine der Haupteinkaufsstraßen der Stadt, die Schildergasse. In Köln findet ihr auch das römisch-germanische Museum. Es zeigt das archäologische Erbe der Stadt und des Umlandes. Sein Schwerpunkt ist die Römerzeit. Mitarbeiterin Katrin Jaschke führt mich herum. Welche Rolle hat Köln damals gespielt? Genau, also Köln war tatsächlich die Hauptstadt der Provinz Niedergermanien. Also der Verwaltungsmittelpunkt, hier saß der Statthalter, der die ganze Provinz verwaltet hat. Und deswegen war Köln sehr wichtig. Ist aber auch eine der frühesten Gründungen der Römer hier am Rhein gewesen. Menschen aus dem ganzen römischen Imperium kamen hierher. So zum Beispiel dieser Mann aus Spanien. Warum war es ihm so wichtig, auf dem Grabstein stehen zu haben, dass er Kölner Bürger ist oder war? Offensichtlich hat er sich hier sehr wohl gefühlt und Köln war auch tatsächlich eine attraktive Stadt in römischer Zeit. Hier gab es eine florierende Wirtschaft, der Handel blühte, es gab Handwerksbetriebe, man konnte hier richtig gut Geld machen. Von Köln aus folge ich dem Rhein Richtung Süden. Er war die natürliche Grenze des Römischen Reichs zu Germanien, flankiert von Wehrtürmen und Kastellen. In Rheinbrohl, eine Stunde von Köln entfernt, verlässt die Grenze den Rhein. Hier machten Palisaden und Wälle jedem klar, wo das Römische Reich begann. Heute folgt die deutsche Limesstraße dem Verlauf 700 Kilometer lang Richtung Südwesten, bis Regensburg an der Donau. Diese braunen Schilder weisen mir den Weg. Bei der Orientierung hilft auch eine App mit interaktiver Karte oder eine Broschüre. So könnt ihr schnell die Fundorte, Rekonstruktionen und Museen finden. Wie zum Beispiel den Limesturm in Hillscheid. Salve. Salve, hallo, ich bin Lukas Stege. Ja, Manfred Knobloch. Hallo. Oder heute für Sie Claudius Antonius. Claudius Antonius, ja, wunderbar. Sogenannte Limes Ciceronis geben Führungen an den verschiedenen Limes-Stationen. Manfred Knobloch macht das hier in Hillscheid schon seit über 10 Jahren. Was ist eigentlich die Funktion von so einem Turm gewesen? Über die Türme hat man den Limes als Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Germanien überwacht und hat also das Vorfeld der Türme immer im Blick gehabt. Wenn sich dann jemand angenähert hat in feindlicher Absicht, dann hat man vom Turm aus Signal gegeben. Das kann bei Sonne mit einem Spiegel gewesen sein, da reicht ja poliertes Messing. Oder, deswegen hängt auch diese Tuba hier, bei Nebel mit einem Signal, mit einem Horn und nachts einfach mit einer Fackel, mit einem Feuerschein. Kann das benutzt werden? Dürfen Sie gerne probieren. Na dann, ich bin mal so frei. Sie funktioniert. Fester, fester. Hm,
Klappt nicht. Ob es Claudius Antonius hinkriegt? Jetzt haben wir es. Das klingt ein bisschen wie ein Elefant, oder? Ja, ähnlich, ja. Und dann hat Claudius Antonius noch eine Überraschung für mich. Das ist das Moretum. Das ist eine Käsepaste, die aus Schafskäse hergestellt wird und die Kräuter enthält. Okay. Schmeckt sehr gut. Ich probiere auch mal, ja? Ja, gerne. Laden Sie ruhig ordentlich auf. Moment, ja. Lecker. Claudius. Das ist super lecker. Ein Highlight am Limes ist das rekonstruierte Römerkastell Saalburg, nicht weit von Frankfurt. Meine nächste Station. Archäologin Anna Langgartner zeigt mir die Anlage. Einst waren hier 600 Mann zum Grenzschutz stationiert. In diesen Baracken haben sie gewohnt. Die Mannschaftsstube ist mit einem römischen Schloss verschlossen, ein sogenanntes Hebeschiebeschloss. Und jetzt dürfen Sie mal probieren, ob Sie das aufkriegen. Mal schauen. Nicht die Geduld verlieren. Hebeschiebeschloss. Also Sie halten ihn so, Sie führen erstmal ihn hier ein, dann drehen Sie ihn, dass der Bart in die Richtung zeigt. Dann schieben Sie es hoch, das ist das Hochschieben, und dann ziehen Sie es zur Seite. Das ruckelt ein bisschen, weil das Schloss ein bisschen hakt. Und dann ist auf. So, dann mal gehen Sie rein. Dankeschön. Können auch beheizt sein oder mit Wandlern. 8 Mann haben hier auf engstem Raum in 2 kleinen Zimmern gelebt. Ja. Jetzt betreten wir die Basilika, die große Halle. Das ist ein Teil der Principia des Stabsgebäudes in der Mitte des Kastells. Und das ist eine große, freie Halle. Und hier konnte sich die ganze Truppe versammeln. Zum Anlass zum Beispiel für eine Feier, Kulthandlung oder auch an regen, nassen Tagen zu Übungszwecken. Apropos Übungszwecke. Jetzt heißt es ran an die Waffen und römische Kampftechnik lernen. Zuerst Speerwerfen. Dann Bogenschießen. Sieht das legionärmäßig aus? Ich würde es nicht so lang halten, es gibt Krämpfe. Okay. Ja, Bullseye. Was wäre ein Legionärstraining ohne Schwertkampf? Tatsächlich hat man mit solchen Korbschilden trainiert anstatt eines richtigen Schildes und mit solchen Holzschwertern anstatt eines richtigen Schwertes. Die sind schwerer als das normale Gerät und das ist im Training wunderbar, weil man natürlich mehr Muskulatur aufbaut und mehr Kraft und mehr Ausdauer und im Kampf dann tatsächlich länger kämpfen kann. Und man verletzt sich nicht. Genau, perfekt. Gazellenartig schleicht er sich an. Ja. Hier bei der Saalburg ist meine Spurensuche zu Ende und ich würde sagen, Mission erfüllt. Ich habe jede Menge gelernt und ich hoffe, ihr auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal und wie die Römer sagen, Valete. Auf Wiedersehen.